1 Meter Rad. Warum bist du... Ready? Wow. Wo bist denn du? Servus, Eilen. Servus. Mir seins. Und heute melden wir uns aus Winterberg zurück. Also mega geil, dass wir es geschafft haben, dass wir jetzt einmal beide da sind. Beim Dirt Masters Festival. Und heute gehen wir... Fabio! Sensationell. Der hat leider am Arsch getroffen. Und jetzt gehen wir mal unsere Startnummer abholen. Genau. Fürs Rennen. Also ich werde auf jeden Fall das Downhill-Rennen mitfahren. Oder wir beide. Genau. Und dann den Whip Contest noch. Genau. Und dann gehen wir auf einen kleinen Trackwalk. Ein paar Signing-Sessions gibt es noch. Und dann nehmen wir euch mit. Viel Spaß. Vielen Dank. Bitteschön. Fabio Nummer 9. Ja. Bist du ready? Nein, ich überhaupt nicht. Fabios Fahrleistung lässt nach. Lässt nach, das kann man eindeutig an die Startnummer erkennen. Du gehst mit dem Stöckler im Stöckler. Ladies und Gentlemen, willkommen im Starthaus. Da wird's ernst. Da wird's ernst und jetzt schauen wir uns mal genau, die Strecke an. Jetzt zeigt euch mal das Stöckli die Strecke. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen beeilen. First Corner. Wow. Mein Stöckli zeigt euch jetzt mal, wie man springen muss. Okay. Was da wichtig ist, dass über die Wurzeln drüber gäbst. Ohne Witz, das ist das Wichtigste. Weilen, ich glaube, wir haben gerade die Schlüsselstelle gefunden. Stöckle zeigt uns die Linie. Oben ausholen, gerade einer durch, dabbeln, abziehen, drüber. Ja, klingt ja easy. Da ist Absprung und da ist schon die Landung. Ja. Man springt bis dahin. Was ist das für ein Bikepark? Wir sind gerade wieder bei einer Schlüsselstelle und haben ein Stück gezeigt durch die Rut. Genau. Die Rut also, sind immer das Wichtigste, dass man die Rut erwischt. Genau, weil wenn du die erwischst, dann hast du auch genau die richtige Linie da. Und dann bist du schnell, sonst bist du nicht schnell. Genau. Rest Corner ist hier. Wir haben jetzt wir da... Wir haben die größte Schlüsselstelle am ganzen Track gefunden. Genau, da sind so... Whoops! Stöckle zeigt euch jetzt wieder den Weg. Genau. Sieht man schon wieder, dass viele Ruts drin sind. Jetzt mal ganz im Ernst. Man muss immer die Rut suchen. Dann ist man schnell. Da sieht man schon die Eingangsrut. Und wenn man da so den Rut entlang folgt, dann könnte das eigentlich funktionieren, dass man halbwegs schnell durchkommt. Genau, also wir riskieren eigentlich voll auf die Tagesbestzeit. Ja, die Ausgangsrut. Ja. Wenn man die, also wenn also du wenn man die gut erwischt, dann, weißt, dann hast du so einen Speed aussehen und dann geht's so gut. Also oh, gib's Kette, Junge! Sexy! Okay, wir haben womöglich die größte Schlüsselstelle im ganzen Track gefunden. Wenn man die nicht trifft, das ist schon im perfekten Radius, weil dann müssen wir da wieder rechts auf. Genau. Dann ist man schnell. Jetzt gibt's mal einen kurzen Stöckli-Jack. Meine Klingel. Startnummern, Trinkflaschenhalter. Okay. Da haben wir wieder so kleine Ruts und da ist natürlich wieder wichtig, gleich hier oben. Links, rechts. Genau. Und dann aber laufen lassen, weil sonst verliert man Speed. Ja. Ziemlich viel Linienauswahl und ziemlich viel Ruts, aber ich glaube, die beste Rut ist die da. Genau. Ja. Da ist man am schnellsten. Okay. Ja. Jetzt wird es extrem. Jetzt kommen, Stöckli ist überfordert. Jetzt kommen die letzten zwei Zielsprünge. Stöckli gibt kein Rut. Das Problem ist, da stehen so viele Leute und die vertrampeln die ganzen Ruts. Okay, zeigen Sie dir mal. Wir haben ein Rut gefunden. Schau dir das an, du. Ja, aber da steckt das Stöckli fest bei der Rad. Halben Meter Rad. Halben Meter Rad. Ich glaube, so tief haben wir noch nie gehabt. Okay, danke für den Hinweis. Genau, danke. Du musst mit der Kettenführung da ankommen. Das ist eine Regel. Wie soll man einen Sprung zweimal abziehen? Dreimal. Dreimal? Wie soll man dreimal abziehen? Ja, aber da von oben an sich reinfällt. So, angenommen, ich nehme jetzt die komplette Mittellinie, lass einen Anker voll auf. Ist es machbar, bis da reinzuspringen? Weil letztes Jahr. Ja, fix. Ja, weil der sollte irgendwie die ganze Zeit aufs Hinterrad kicken. Und so wie ich das hier schon wieder sehe mit der Kante, da denke ich mir, naja. Ja, die Kante, ja. Stimmt. Das ist eine richtige Rut. Wir haben ein Rut gefunden. Wir haben eine Rut in der Kante. Die ist mindestens 2 mm hoch. Jetzt haben wir ein Problem. Nein, schon. Also wenn du laufen lässt und normal drüber springst, dann glaube ich, kriegst du schön. Und jetzt wollen wir noch wissen, welche Zeit das Stöckli für den Trackwalk gebraucht hat. Stöckli hat sich's verdient, weil das hat heute die Tagesbestzeit gehabt. Ja. So Leute, das war's jetzt eigentlich vom Trackwalk. Schaut bis jetzt eigentlich ganz lässig aus. Genau, oder? Und jetzt gehen wir noch ein bisschen trainieren, oder? Machen wir so. Schwingen wir uns auf die Bikes. Sick. Serious. Top. Jawohl.
bist du so gemein zu mir? Warum können wir keine Freunde sein? Du liebst mich doch, los, zeig es mir. Oh, Sarah. Ja. Es werden einfach immer mehr Leute da bei uns stehen. Ready? Jo. Let's go. Kleiner Double up. Jo. So, jetzt zur Open Grass Corner. Da wird jetzt extrem rutschig und staubig. Jetzt rein wieder in den Wald. Oh! Oh. Abziehen! Abziehen! Ha. Okay, da ist extrem fucking los. Oh. Und aber kleine Wurzeln. Es regt dich nicht so auf. Doch, das ist so, es regt mich auf. Downhiller übernehmen gerade den Dirtbach, wie es ausschaut. Da hatten wir eine ziemlich feine Session gerade. Also genau. Macht echt so viel Spaß, die Kickhammer zu springen. Auf jeden Fall. Aber jetzt machen wir weiter. Genau. Machen wir weiter. Jo. Okay. Okay, pass. Shit, Alter! Shit, Mann! Wow! Ui!
Aber alles dran. Fuck, Alter. Fuck. Alter, das war echt so, ja, das war so Fuck-Moment. Alter. Ja, eigentlich schon, ich meine, mir tut's zwar echt am Arsch weh. Fabio? Ja? Alles easy? Alter, fuck, Alter, das ist sensationell. Alter. Bist du vorgehen, bitte? Nein, ich bin, mein Sattel ist beim Ding gestraft, beim Backflip. Und jetzt hat es mich komplett gebremst, weil jetzt bin ich eine und stecken geblieben. Schade. Ja. Alter, du hast aber ein sauberes Glück gehabt, gell? Ja, was? Morgen auf jeden Fall Arschweh. Alter, was tust denn du? Ja, es ist so ein... Alter. Leck mich am Arsch. Ach du Scheiße. Alter, das ist sensationell. Geisteskrank. Second First Try ist nicht drin, oder? Ha? Second First Try ist nicht drin, oder? Fuck, ich hab heute nicht. Hört auf keinen Fall. Scheiße, das ist echt enttäuscht. So, Leute, das war's vom neuen Video. Ja? Nein. Abonniert's mal, oder also diejenigen, die es noch nicht abonniert haben, abonniert's mal alle Trail Touch, die machen echt saugeile Videos. Unter anderem haben sie meinen geilen Sturz gefilmt. Genau. Schaut eigentlich ziemlich cool aus. Und echt sicke Drohnenaufnahmen. Ja. Und abonniert's unbedingt Fabio Wiemer auf YouTube. Ja. Er macht extrem gute Videos. Ja. Und entfolgt Elias Schwärzle, wer das. Ich glaube, jetzt müssen wir abhauen. Alan, das war's für den ersten Tag von Dirt Masters. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Fabio hat noch gut eingesteckt. Ja, ein bisschen eingesteckt, aber schaut soweit, glaube ich, ganz gut aus. Genau, ja. Also ich bin, glaube ich, ziemlich froh, dass sie so gute Protektion haben. Das muss man wirklich, glaube ich, mal erwähnen. Auf also, jeden Fall, ja. Keine Ahnung. Aber also, bei der Staatsmeisterschaft schon und jetzt wieder. Genau, also ich glaube, da mal schaut er dann Pock. Machen echt geile Sachen, also da glaube ich verdanke ich viel Bock, dass ich jetzt noch halbwegs am Leben bin. Genau, auf jeden Fall. Morgen Tag 2, nächstes Video, geht's weiter. Viel Spaß. Viel Spaß.